Memories of the end right from the start. You're an obsession in my head. I can't forget your eyes. Your kiss has burned my skin. I feel so empty inside. Hallihallo, Freunde. Ich habe mal eine Umfrage bei Instagram gemacht, ob ihr einen Vlog aus Mallorca sehen wollt, denn da sind wir jetzt gerade. Wir sind in Cala Sant Aní und ihr habt mit über 80% dafür abgestimmt und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Vlog hier aus Mallorca. Wir sind anderthalb Wochen hier, 5 Tage oder 4 Tage davon mit meinen Eltern zusammen und danach sind wir dann direkt auf dem Bulli Festival auf Fehmarn und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der erste Tag ist schon rum. Jetzt ist es so, dass ich mein Aufladekabel für mein iPhone vergessen habe. Julie hat es zwar mit, aber das funktioniert bei mir irgendwie komischerweise nicht. Deswegen fahren wir jetzt mal in die Stadt. Wir nehmen uns einen Bus. Mal gucken, ob wir auch ankommen, da wo wir hinwollen. Und die Chance nutzen wir gleich mal, zu einem größeren Supermarkt zu gehen, weil hier oben haben wir zwar einen kleinen Supermarkt, aber der ist relativ teuer. Und da wir ja in einem Apartment sind, wo wir selber kochen und so weiter und so fort, wollen wir da dann nochmal die Chance nutzen. Nach ungefähr 10-minütiger Fahrt von Cala Sant Aní nach Sant Aní haben wir das hier gut erreicht und hat alles wunderbar geklappt. Hat 3 Euro gekostet die Fahrt für uns beide, das heißt 3 Euro zurück nochmal sind 6 Euro. Da lohnt sich das wirklich fast schon hierher zu fahren, um einkaufen zu fahren, weil das in dem anderen Supermarkt echt viel teurer ist. Wir werden jetzt auch ein bisschen mehr einkaufen als geplant. Jetzt sitzen wir hier noch in so einem kleinen Restaurant, sag ich mal, werden uns noch eine Pizza hier reinziehen und eine kleine Cola genießen. Und dann gehen wir einkaufen, weil der Bus dann erst kommt. Wir hatten jetzt hier gut 3 Stunden Zeit. Ja, so sieht es jetzt momentan aus. Und dann geht es, denke ich mal, noch mal ein bisschen an den Strand. Empty streets, but I keep searching for your traces in the dark. Memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget. Wir haben heute den 3. Tag und da heute nur so um die 24 Grad werden sollen und die Sonne nicht so ballert, werden wir euch hier heute mal die Umgebung zeigen. Wir gehen mal ein bisschen los, zeigen euch mal die Bucht und zeigen euch einfach mal das Drumherum. Das ist schon mal der Ausblick von unserem Apartment, von dem Balkon aus. Wir sind im 4. Stock. Leider nicht Richtung Meer, aber das wäre nochmal um einiges teurer gewesen. Aber wir haben es auch nur 1,5 Minuten zur Bucht bzw. ins Meer. Aber das werdet ihr gleich schon sehen. Jetzt ist eine Woche rum und wir ziehen jetzt quasi um. Und zwar meine Eltern kommen hier jetzt auch her und die haben ein Haus gemietet. Da ziehen wir quasi mit ein. Und bevor wir das Apartment jetzt hier verlassen, werde ich euch nochmal ganz kurz zeigen, wo wir hier die letzten 5-6 Tage gewohnt haben. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr dann auch einfach mal einen Link, falls ihr Interesse habt, auch mal hier vorbeizukommen. Also viel Spaß. Thank you.
noch eine Nummer höher zu gehen und das seht ihr jetzt. Wow Leute, jetzt sind schon anderthalb Wochen wieder rum. Der Urlaub war mega entspannend. Also ihr habt es auch vielleicht gesehen, es waren viele Impressionen dabei, weil ich einfach den Urlaub wirklich genießen wollte oder wir den Urlaub genießen wollten. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gut gefallen. Wir werden jetzt heute am letzten Tag, also unserem Abflugtag, nochmal auf den Markt fahren nach Saint-Denis. Da werde ich auch noch ein paar Impressionen aufnehmen, also bleibt gerne auf jeden Fall noch dran. Heute Abend geht es aber auch noch Richtung Fehmarn aufs Bulli Festival. Das Video habt ihr natürlich schon gesehen. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem Rest des Videos. Ja, genau. Tschüss Mutti. Bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss, mein Lieber. Tschüssi. Mach's gut. Mach's gut.